Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Guten Abend. Ich heiße euch herzlich willkommen zum digitalen Salon. Zum zweiten Mal nun wieder vor Ort am HIG und natürlich auch in digitaler Form. Diese Ausgabe unseres Formats präsentieren wir zudem in Kooperation mit der Berkow Foundation. Mein Name ist Laura Liebig und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Institut im Projekt Shaping AI und ich werde heute die Einführung in das Thema übernehmen. Plattform im Konflikt, da kommen wahrscheinlich jeder und jedem direkt Assoziationen auf. Der arabische Frühling zum Beispiel, Occupy Wall Street, das Umbrella Movement in Hongkong, aber auch Klimabewegungen wie Fridays for Future zum Beispiel. Sie alle eint eine teilweise Verlagerung des Aktivismus, der Mobilisierung und Organisation in digitale Sphären. Was lange Zeit als sogenannter Slacktivismus oder Klicktivismus abgetan wurde, ist längst eine weit verbreitete Form von digitalen Protesten. Darüber hinaus entstehen hybride Formen zwischen digitalen und nicht-digitalen Protesten. Die Öffentlichkeit und Möglichkeit zur Teilhabe, die das Internet bietet, lassen sich in vielerlei Hinsicht durchaus als positiv begreifen. Das Stichwort, was in diesem Kontext immer wieder fällt, ist die Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit werden allgemeingültig als Grundpfeiler von Demokratien angesehen. Social-Media-Plattformen bieten deshalb in der Theorie sich als hervorragende Tools an, um diese Freiheiten auszuweiten oder sie in bestimmten Kontexten oder Regionen überhaupt erst zu ermöglichen. Dabei stellt sich vermehrt die Frage, ob das amerikanische Verständnis von Freedom of Speech sich mit dem in anderen Ländern überhaupt vereinbaren lässt. Und was passiert, wenn bestimmte Akteure versuchen, Einfluss durch soziale Netze auszuüben? Von staatlicher Seite stellt sich das Thema Zensur als ein maßgebliches Instrument heraus, um Meinungsfreiheit einzuschränken und so Aktivismus und der Mobilisierung von Protestierenden entgegenzuwirken. So folgen immer wieder Staaten dem Vorbild von Chinas sogenannter Great Firewall und begrenzen den Zugang zu Plattformen wie Facebook, WhatsApp und Twitter, zuletzt zum Beispiel in Nigeria und Kuba. Auch Fake News und Verschwörungstheorien sind nicht erst seit der Pandemie ein gefährliches Instrument, das verschiedene und oft ideologiegetriebene Gruppierungen zu ihren Vorteilen nutzen. Tatsächlich verbreiten sich solche Desinformationen in viraleren Dimensionen als echte Nachrichten. Neben Wahlkämpfen, die maßgeblich von solchen Dynamiken getragen wurden, erinnern wir uns auch an nationalistische Gewalt, angetrieben durch Desinformation und Hetze auf sozialen Plattformen. Während zivilgesellschaftliche Akteure und NGOs versuchen, schlichtend in solch aufgeladene Situationen einzugreifen, stellt sich natürlich die Frage, was sollten Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram und deren Algorithmen leisten? Wem sollten sie Zugang gewähren und wer übt Einfluss auf die Plattform selbst aus? Letzten Monat im digitalen Salon haben wir dazu bereits ausführliche Antworten und Visionen zum Thema Plattform-Governance von Jeanette Hoffmann gehört. Die Komplexität des Themas wirft jedoch immer weitere Fragen auf, denen wir heute noch einen Abend widmen wollen. Dies liegt vor allem an dem Zusammenspiel von Akteuren, deren verschiedenen Interessen und auch Machtgefügen, die sich auf Plattformen und in deren Regulierung niederschlagen. Von diesen konkreten normativen Überlegungen gehen wir deshalb heute einen Schritt zurück und werfen einen Blick auf das sprichwörtliche Bigger Picture. Wir fragen uns also weiterhin, reicht es aus der Sicht der Plattform lediglich reaktiv zu handeln und algorithmisierte Systeme einzusetzen, um gefährliche Inhalte aus den Newsfeeds der Menschen zu verbannen? Oder brauchen wir gar andere und international einheitliche Governance-Mechanismen, die auf diesen Plattformen greifen? Wie lassen sich Konflikte und Polarisierung auflösen? Oder haben wir die Utopie des demokratiestärkenden, konstruktiven und kreativen Internets bereits hinter uns gelassen? Ich freue mich, dass wir nun von drei Expertinnen weitere Einblicke erhalten können und wünsche uns viel Spaß und Anregung durch den heutigen Abend. Ganz herzlichen Dank, Laura, für die Einführung in das Thema. Mein Name ist Geraldine Bastion und ich freue mich sehr, die Diskussion mit unseren Gästen jetzt übernehmen zu dürfen und möchte diese jetzt vorstellen. Vorher möchte ich aber noch ganz kurz sagen, dass wir die Diskussion auch sehr gerne öffnen möchten, um euch alle, um sie alle mit einzuschließen. Das heißt, man kann Fragen stellen und zwar per Slido
Und ich freue mich auch besonders, dass es auch ein paar Menschen in Real Life hier gibt, die natürlich auch herzlich dazu eingeladen sind, ihre Fragen selber dann live zu stellen, wenn wir die Diskussion dafür öffnen. Ja, wie Laura schon gesagt hat, haben wir drei sehr spannende Gäste heute Abend bei uns und ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen. Das ist einmal Feras Khairala. Er ist Senior Program Manager in der Middle East und North Africa Unit der Berghof Foundation, also Partner der Veranstaltung für heute, sowie Repräsentant der Organisation in Beirut. Und von dort ist er uns auch live heute zugeschaltet. In seiner Funktion betreut er unter anderem ein Projekt, in dem es darum geht, dass Social Media Influencerinnen in deeskalierender Art und Weise in die aktuelle politische Situation eingreifen und mitwirken. Davon wird er uns gleich mehr berichten. In unterschiedlichen Artikeln und Analysen untersucht Feras außerdem die Auswirkungen des arabischen Frühlings auf die Gesellschaft und den Staat in Jordanien. Sehr schön, vielen Dank, dass du heute Abend bei uns bist. Gerne geschehen, danke für die Einladung. Und hier live neben mir habe ich sitzen Daniel Stemmler. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im ERC-Forschungsprojekt Protest and Order, Democratic Theory, Contentious Politics and the Changing Shape of Western Democracy am Institut für Sozialwissenschaften hier an der Humboldt-Universität in Berlin. Und er forscht dort unter anderem zu Digitalpolitik, unterschiedlichen Formen des Aktivismus, aber auch zu Fragen von Civic Tech und schreibt gerade seine Dissertation dazu. Und ich freue mich auch sehr, heute dabei zu haben, Svea Windwehr. Sie ist Senior Policy Analyst für Public Policy und Government Affairs bei Google Deutschland und hat zuvor als Mercator Fellow mit den Herausforderungen und Chancen privater Moderation von Inhalten auf Online-Plattformen geforscht und sich damit beschäftigt. Sehr schön, dass ihr beide heute auch bei uns seid. Feras, ich würde sehr gerne einsteigen und dich dazu einladen, etwas von deinem Projekt zu erzählen und vielleicht auch etwas erstmal für die Menschen, die sich noch nicht so gut damit auskennen, die aktuelle Situation in Jordanien und warum sozusagen eine gute Idee ist oder sinnvoll erscheint, dass sich auch neue Akteure wie Influencerinnen politisch äußern und einmischen. Okay, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Du kannst einfach anfangen und wenn es zu lange wird, dann sage ich Bescheid. Okay. Es ist immer so, ehrlich gesagt, immer so schwierig, über die Region zu sprechen. Umso komplizierter wird es, wenn man über den Libanon spricht. Es ist nicht so leicht, irgendein einziges Problem darzustellen und versuchen auch zu erklären. Aber ich habe mich ein bisschen vorbereitet mit ein paar Informationen, die wichtig sind, um zu verstehen, in welchem Umfeld wir im Libanon arbeiten. Und dann werde ich einsteigen in das Thema Social Media, weil das Umfeld ist sehr wichtig zu verstehen, inwiefern und wie wichtig Social Media eigentlich für unsere Arbeit, für Peace Building, Konflikttransformation auch ausschlaggebend sind. Es gibt zweierlei sozusagen Informationen, die ich mit euch teilen möchte. Zum Ersten geht es hier um Internetnutzung im Libanon. Libanon hat etwa 6,8 Millionen Einwohner, davon sind 17% zwischen 15 und 24. Davon benutzen ungefähr 90% Smartphones, von diesen 15 bis 24. 78% der Libanesen haben Zugang zum Internet, 64% sind Social Media Nutzer, das heißt, die haben Accounts Facebook, Twitter oder andere Social Media Plattformen. Das ist ungefähr 5,3 Millionen in einem so kleinen Land wie Libanon. Zur Gesellschaft oder zu der Lage im Libanon möchte ich hier nur versuchen zu erklären, inwiefern sind die Konflikte hier eingehäuft und verbinden Geschichte mit Zukunft, aber auch mit Präsenz. Libanon hat zurzeit ungefähr, und ich war selber erstaunt, ungefähr 166 politische Vereine und Parteien registriert. Davon sind 11 politische Parteien mit mehr als 4 Abgeordneten im Parlament, 18 anerkannte Religionsgemeinschaften und seit 1975 hat der Libanon einen Bürgerkrieg erlebt. Werde ich jetzt dazu kommen, weil wenn man zählt, wie viel Kriege Libanon erlebt hat, fängt man immer
mit dem Modern History und sagt Bürgerkrieg zuerst, 76. Dann gab es dazwischen einen Krieg zwischen Drusen und Christen. Dann gab es den sogenannten Beseitigungskrieg zwischen den christlichen Fraktionen. Dann gab es den Konflikt im Süden mit Israel zwischen 85 und 2000. 2005 Premierminister Ermordung Hariri. 2006 das sogenannte Julikrieg. Und man darf auch nicht vergessen, die politische und militärische Kontrolle Syriens zwischen 1976 und 2005 und schließlich Beirut Explosion 2020. So viele Konflikte eingehäuft in so einem kleinen, schönen Land wie Libanon. Das zeigt, inwiefern Zugang zum Internet wichtig ist. Inwiefern ist es wichtig, eine Plattform zu haben, eine Meinung zu bilden, aber gleichzeitig auch Meinung zu äußern. Ich habe auch eine kurze Analyse, die sowohl Jordanien, aber auch Libanon zutrifft. Und das sage ich auch nicht im Namen der Berghof-Stiftung, sondern sage ich auch als Araber, der hier auch geboren, aufgewachsen und auch zur Universität gegangen bin. Bildung ist auf diesem Teil der Welt ist nicht basiert auf Verstehen, auf gegenseitiges Verstehen oder Diskussion. Die Diskussionskultur ist nicht so stark in den öffentlichen Bildungssystem sozusagen eingraviert. Im Gegenteil, was wir haben hier, ist mehr das sogenannte, das auswendige Lernen. Das bedeutet, dass die Diskussionskultur oder Dialogkultur bei uns, das ist in der Öffentlichkeit sehr eingeschränkt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, so viele Konflikte, aber Einschränkungen, wenn es um Diskussionen geht. Da muss es irgendwo einen Ausgang geben, damit die Menschen hier auch ihre Meinung äußern zu den Geschehenen in ihren eigenen Societies oder Gemeinschaften. Es ist für mich deswegen sehr deutlich, dass die Kultur des Wer, Wie, Was die politischen Systeme hier eigentlich gefährdet. In diesem Zusammenhang haben viele Staaten hier versucht und alles getan, um ja, die Kontrolle über die Medien, die Kontrolle über die Meinungsäußerung für sich zu behalten. Auch wenn es nach außen demokratisch erscheint, gibt es ein Parlament, gibt es Trade Unions, trotzdem blieben Parlament und Unions zum großen Teil unter Kontrolle sozusagen von Regierungen hier im Nahen Osten. Das heißt, die Instrumente, die normalerweise klassisch der Staat wo der Staat sie zur Verfügung oder unterstützen soll, wie zum Beispiel Zugang zu politischen Parteien oder Zugang zu Associations, Trade Unions und so weiter oder die Arbeit als Journalist, wurde hier sehr, sehr eingeschränkt. Warum ist das jetzt wichtig zu verstehen? Weil die Gesellschaft, der Gesellschaft wurden Instrumente weggenommen, die sie brauchen, um aktiv in das Geschehen nicht unbedingt sich einzumischen, aber besser zu verstehen, ein Teil eines Plans zu sein, mitzumachen, aber auch mit vielleicht Regierungspläne auch zu unterstützen. Das haben wir hier nicht gesehen. Das haben wir nicht in Ägypten gesehen, nicht in Libanon und nicht in Jordanien. Und dann kam Social Media. Social Media hat die Toren aufgeschlagen, rechts und links, für Menschen, die auf einmal die Möglichkeit hatten, ihre Meinung frei zu äußern, aber auch sich in die politische Sphäre sozusagen einzumischen, in Kontakt mit Entscheidungsträgern zu treten, was eigentlich früher nicht so unbedingt möglich war. Deswegen wurde das Instrument am Anfang bis jetzt noch so benutzt, um Frustration rauszulassen, Ärger, auf anderer Seite auch Loyalitäten auszudrucken. Und zwar, zumindest basierend auf den Bildern, die man von hier gesehen hat, gab es, glaube ich, kaum so
sage jetzt einfach mal so aufregende Protestbilder, wie aus dem Libanon im letzten Jahr, von der Straße. Nicht? Gerade wo wir alle alleine in unseren Wohnungen waren und diese Wahnsinnsbilder gesehen haben von so vielen Menschen, die Musik, irgendwie die sozusagen Stimmung, die dieses Volk aufgebracht hat, um eben nach Veränderung zu fragen. Und ich frage mich, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, das, was da analog auf den Straßen stattfindet an Protest, wie das Wechselspiel mit dem ist, was eben digital auf sozialen Medien stattfindet und ob dieser Eindruck auch stimmt, den man hier so wahrgenommen hat medial, wie stark das eben beides ineinander greift, aber auch wie dem Volk, eben, also dieser Wille des Volkes, wirklich die Stimme laut zu bekommen gegenüber der Regierung und da eben auch alle Mittel und Wege zu suchen. Ja, also das ist auf jeden Fall, das ist eigentlich so auch geschehen im Libanon. Social Media hat eine sehr ausschlaggebende Rolle gespielt bei dem Anzünden oder nicht Anzünden, sondern um die Proteste einfach loszustoßen, anzustoßen, anzufeuern auch. Es ist sogar zu vielen Menschen hier eigentlich noch ein Witz, dass der Grund, warum die Proteste in 2019 angefangen haben, am 17. Oktober, ist der Grund, dass die Regierung eigentlich $6 Steuer auf die Nutzung von WhatsApp einsetzen wollte. Und das war sozusagen für Menschen Social Media war die letzte Möglichkeit, einfach ein- und auszuatmen in die öffentlichen Sphäre. Und hier ein Steuer drauf zu drucken, wäre für sie, als würde man jetzt einfach Sauerstoff einfach wegnehmen. Mhm. Es ist in der Tat auch so passiert, dass die Hauptmobilisierung für die Proteste, die wir gesehen haben, monatelang, ging durch Social Media, ging auch durch viele Influencers, die schon seit Jahren versuchen auch für sich nicht einen Namen zu machen, sondern ihre Expertise darzustellen, weil sie nicht die Möglichkeit haben, das einfach in einer Universität oder in einer politischen Partei oder Trade Union zu haben, sondern die haben das Internet, die haben Social Media. Und dadurch entstand sozusagen diesen Balleffekt. Menschen sind auf die Straße gegangen. Social Media hat die ganze sogenannte Revolution begleitet, zum großen Teil auch geschützt, weil viele Verstöße seitens der sogenannten Thugs oder seitens der Polizei wurden einfach dokumentiert und live übertragen. Mhm. Ich möchte kurz einmal öffnen und dann können wir vielleicht zu dem Projekt, was du gerade machst, nochmal gleich zurückkommen. Und zwar einfach nochmal auch allgemein mit der Frage, das ist ja, was du gerade geschildert hast, die Situation in Bezug eben auf die Gesellschaft im Libanon auch sehr wahr für andere Gesellschaften in Ländern des globalen Südens in Bezug darauf, wie wichtig soziale Medien und digitale Medien eben als Ausdrucksquelle sind, gerade wenn eben eine pluralistische Medienlandschaft führt und aber auch eben die Begrenzung der Nutzung durch Regierungen. Ich denke an den Internet-Tag in Tansania oder natürlich viele Fälle. Kuba wurde schon in der Einführung erwähnt. Kamerun ist auch immer ein gutes Beispiel dafür, wie soziale Medien abgeschaltet werden, wenn es der Regierung gerade nicht passt. Und doch ist natürlich nicht in allen Gesellschaften die Protestkultur eben so vorhanden, wie sie anscheinend im Libanon vorhanden ist. Und dieses Wechselspiel eben zwischen den Möglichkeiten, was dann an analogen Protest stattfindet und digitalen Protest. Jetzt weiß ich nicht genau, inwiefern ihr beide auch mit der sozialen Bewegungsforschung sozusagen firm seid und vielleicht auch nochmal euren Eindruck geben möchtet, diese sozusagen Rage, die Fras gerade geschildert hat und dieses Wechselspiel, was dann auch stattgefunden hat, um zu sagen, nee, ihr könnt uns das nicht so wegnehmen oder besteuern. Was sind sozusagen die Faktoren, die es einer Gesellschaft ermöglicht, dann eben so für ihre Rechte einzutreten oder welche Faktoren gehören zu so einer Protestkultur dazu? Warum sehen wir vielleicht diese nicht eben in anderen Ländern? Liegt es vor allem eben an der Autorität der Regime und dem Mangel an Möglichkeiten, auch auf die Straße zu gehen? Oder denkt ihr, es hat auch noch andere Gründe? Daniel, möchtest du einsteigen? Ja, funktioniert das Mikro? Ja, wunderbar. Ich glaube,
Da ist ein Beispiel ganz naheliegend, was auch vor einigen Jahren noch groß diskutiert wurde, immer wieder unter dem Stichwort der Twitter- oder der Facebook-Revolution. Also wir haben es beispielsweise in Ägypten oder in Tunesien gesehen, wie wichtig auch dort soziale Medien gewesen sind, um die Gruppen, die es schon damals auch gegeben hat, auch schon lange gegeben hat, Aktivistinnen eine Möglichkeit zu geben, tatsächlich viel mehr Leute zu erreichen, auch die internationale Bühne zu erreichen. Nun steckt in diesen Begriffen wie Twitter- und Facebook-Revolution immer so eine große Emphase dieser Rolle der sozialen Medien, aber tatsächlich ist, also und versteckt immer so ein bisschen, dass es den Aktivismus und die Organisation natürlich auch schon lange gegeben hat. Also Ferhat hat es gerade auch schon beschrieben, die Influencer in dem Fall oder Intellektuelle oder bestimmte Organisationen hat es auch vorher gegeben. Nun zusammen mit sozialen Medien gibt es aber eine Bühne, die sich angeeignet werden kann, um dann eben auch mobilisieren zu können. Und ja, dann ist natürlich eben die große Frage, inwiefern der Zugang dazu ermöglicht wird. Also während des arabischen Frühlings haben wir wieder die Versuche gesehen, das Internet abzuschalten und somit dann eben auch so dieses Mobilisierungspotenzial der Bewegung einzuschränken. Und das ist natürlich einer der härtesten Zugriffe dann neben all dem, was auf der Straße passiert, und schränkt da die Potenziale durchaus ein. Also auch natürlich ein sehr beliebtes Instrument, wie du es auch gerade schon selber genannt hast, um Bewegung und den Willen zur Demokratisierung auch von der Äußerung von Meinungsfreiheit, der politischen Willensbildung dann einzuschränken. Mhm, absolut. Was ich auch ganz spannend fand, war gerade die sozusagen Definition von Influencer oder Influencerin. Und dann kam mir natürlich sofort die Frage, wo verschwimmt da gerade die Grenze zwischen dem, was wir generell als AktivistIn verstehen würden, oder was man als Influencerin beschreiben würde. Und ja, ist diese Unterscheidung dann überhaupt noch dienlich, jetzt wo wir auch diese Landschaft politischer Influencer in Deutschland spätestens durch Rezo ja einfach mitverstanden haben und diese Akteurinnen auch eine zunehmend große Rolle einnehmen. Sind alle AktivistInnen, die auf sozialen Medien laut und stark unterwegs sind, auch gleichzeitig InfluencerInnen mittlerweile? Svea, was meinst du? Oder möchtest du zuerst kurz? Ich habe mir die Frage gerade eben auch so ähnlich aufgeschrieben, ja, weil ich wollte Ferhat fragen, inwiefern Influencer vielleicht schon länger politisiert sind, im Libanon oder in Jordanien. Denn gerade von hier kennen wir die ganz klare Unterscheidung. Influencer sind erstmal Leute, die Marketing betreiben, die Werbung betreiben und da einen Lifestyle draus machen und natürlich alles andere als politisch sein wollen. Denn das könnte ja dazu führen, dass eben Follower geringer werden, weniger Leute zuhören und ist das im Libanon eine andere Situation, war meine Frage. Ferhat, möchtest du die auch übernehmen? Okay, also die Frage der Influencer ist auf jeden Fall, was wir hier erlebt haben, aber auch in Jordanien, die sogenannten Influencer wurden auch als sozusagen als Gegenmittel von Regierungen genutzt, um auch bestimmte Kontrolle in Social Media, in den Social Medien zu haben. Ich habe diesen Fall zum Beispiel öfter in Jordanien gesehen, wo viele Social Media Activists started, die eigentlich als Aktivisten begonnen haben, auch wenn sie nur Comedians waren oder Sketches hatten, um Kritik auszuüben, aber Kritik, die zum Lachen bringt, wurden so schnell adoptiert von bestimmten staatlichen Organisationen, die sie denen sozusagen Sponsorship gegeben hat oder Zutritt zu den öffentlichen Medien. In Jordanien ist in diesem Fall Jordan TV oder Ruya TV. Da gibt es mehr als 10 Beispiele. In Libanon ist auch nicht anders. In Libanon ist es das Geschäft mit Influencers ist ein Stückchen weitergegangen. Wir haben hier Politiker, die sich sozusagen auch Influencers ausgesucht haben, um sie einzusetzen oder für sich arbeiten zu lassen, dass sie ihre Social Media Accounts managen. Und das ist auch eine Art Kontrolle, sowohl Jordanien als auch Libanon. Also Influencer sein ist ein Geschäft an sich. Und die Frage ist, wer zahlt mehr? Und wer ist bereit, seine Werte sozusagen zum Verkauf zu stellen? Trotzdem gibt es so viele auch Influencers, die
nur durch die Revolution jetzt Influencers geworden sind, viele Followers haben. Also die sind Influencers geworden, weil sie auf die Straße gegangen sind und nicht hinter dem Bildschirm standen, hatten auf einmal so viel Followers online, vor allem in Twitter, und sind weiterhin stark in ihrer Meinung, stark, dass da Reformen stattfinden sollen. Und die verweigern sich sogar in Plattformen wie Gespräche auf Twitter oder Clubhouse aufzutreten, weil sie sagen, solche Diskussionen haben schon Social Media stattgefunden, jetzt sollen wir uns auf die Straße treffen. Ja, spannend. Ich würde fast noch eine dritte Kategorie aufmachen, jetzt nach der Klassifizierung. Es gibt politische Aktivistinnen turned Influencer, wenn sie genug Popularität bekommen haben oder Aufmerksamkeit bekommen haben. Es gibt Menschen, die sich als Influencer vom Beruf aus verstehen und praktisch für Marketingzwecke dann auch mal für eine politische Kampagne ihr Gesicht hergeben würden. Und dann gibt es ja noch, das habe ich mal in einem Republika-Talk gelernt, aber natürlich gibt es auch in vielen anderen Städten spannende Berichte dazu, wie bestimmte Influencer, Influencerinnen, die vermeintlich für ganz andere Themenwelten stehen, aber letztendlich kooptiert sind von politischen Bewegungen und darüber dann ihre Themen platzieren. Also sprich der nationalsozialistische Kochkanal, wo man sich sehr lange darüber unterhält, wie deutsch die Kartoffel wirklich ist und versucht, seinen politischen Content so einzubetten. Was macht das Dazukommen von diesen Akteuren generell mit politischem Protest, mit Kampagnenarbeit und dem Umgang eben mit dieser ja, sehr zentralen neuen Akteursgruppe? Würdest du sagen, dass das etwas ist, womit man sich in jeder sozusagen Form des politischen Protests oder Aktivismus auch auseinandersetzen muss? Wie geht man mit dieser Gruppe Menschen um? Wie gemeindet man sie ein? Wie gewinnt man sie für seine Zwecke oder ihre Zwecke? Also klar, ich bin natürlich keine Politikerin noch Politikberaterin oder Kommunikationsberaterin, aber ich glaube, es ist absolut essentiell, eben auch gerade diese Gruppen mit einzubeziehen. Also nicht nur, weil es ja große Bereiche unserer Gesellschaft abdeckt, also gerade jüngere Generationen fühlen sich vielleicht von diesen Menschen angesprochen, sondern weil damit auch eine ganz andere Kommunikation möglich ist, glaube ich. Also ich denke, die direkte Ansprache in den Lebenswelten von verschiedenen Zielgruppen ist super wichtig und wertvoll, um eben auch ja, aus diesem, sagen wir mal, klassischeren politischen Kommunizieren, das wir vielleicht in Deutschland kennen, auf das wir uns hier in Europa irgendwie eingelassen haben, rauszukommen und mehr Menschen mitzunehmen, sie dort abzuholen, wo sie sind. Ja, deswegen denke ich, ist total wichtig, das ernst nehmen und ja, mitzunehmen. Ja, und dann erleben wir natürlich auch zunehmend das Phänomen, dass Politiker und PolitikerInnen sich auch dieser Logik bewusst sind. Früher gab es sehr viele Appelle, dass man doch mehr direkt über soziale Medien kommunizieren sollte und diese Kanäle eben nutzen sollte, um mehr Nähe zu BürgerInnen herzustellen. Und heute kommt manchmal schon oft das Gefühl auf, dass manche es sozusagen zu gut verstanden haben und die Gefahr sozusagen des Staatsrundfunks, wenn ich nenne jetzt mal einen Namen, Philipp Amthor irgendwie sein Videocast über Stunden betreibt und damit eine ganz andere Senderollen einnimmt als in klassischen Medien. Sehen wir da gerade auch vielleicht in bestimmten politischen Kontexten so einen Turning Point, eben wie sich Regierungen und staatliche politische Akteure soziale Medien zunutze machen? Daniel? Ja, ich finde das in letzter Zeit insbesondere total interessant, was politische Parteien so mit Memes machen. Ich glaube, fast jede politische Partei hat mittlerweile einen Instagram-Account, wo alltäglich Memes produziert werden. Je nach politischer Couleur funktioniert das besser oder weniger, aber es ist etwas, was zum Beispiel bei CDU Connect total Phase ist und was sie auch total pushen wollen, irgendwie in Verbindung mit dieser App zum Wahlkampf machen. Und das ist schon interessant, das zu beobachten. Gleichzeitig muss man aber auch beobachten, dass es ja beispielsweise von Rezo das Angebot gab, okay, es gibt mehr und mehr Fernsehduelle vor der Wahl. Wir können das ja auch mal bei YouTube oder bei Twitch machen. Da haben ihr aber letztendlich, glaube ich, die zwei anderen Spitzenkandidatinnen zugesagt und Laschet hat am Ende dann gesagt, nee, mache ich nicht. Mhm. Also ich glaube, wir sind in Deutschland da noch auch gewissen Dingen gefeit, was aber in puncto InfluencerInnen natürlich sehr, sehr dominant auch ist alles, was von rechts kommt.
Das muss man ganz klar sagen. Das ist auch wirklich faszinierend, mit was für einer Finesse. Du hast das gerade eben so ein bisschen lustig gesagt, aber man muss bei YouTube nicht lange unterwegs sein in Deutschland, um auch zum Beispiel dann, wenn es um das Thema die Grünen zur Wahl jetzt, wenn es darum geht, an Videos zu kommen von InfluencerInnen, die sich wochenlang in mehreren Videos, zum Beispiel an Annalena Baerbock, abarbeiten, aber eine ganz klare Agenda dabei haben und auch ganz klar irgendwo in dem Dunstkreis von auch klassischen Organisationen, die auf der rechten Seite im Internet oder sonst wo agitieren, wie 1%, eben so ein Netzwerk zwischen AfD, Junge Alternative und Pegida, also die aus diesem Kontext kommen und da auf Stimmenfang gehen letztendlich. Ja. Entschuldigung. Dan hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Es ist eben nicht ausgeglichen, das Engagement oder die Sichtbarkeit oder also wie weit sozusagen PolitikerInnen von verschiedenen Parteien vertreten sind auf sozialen Medien, ist nicht ausgeglichen. Und ich glaube, das ist wichtig, das im Kopf zu behalten, wenn es eben auch um die Sichtbarkeit von gewissen Inhalten geht oder von gewissen Akteuren. Natürlich sind die besonders sichtbar, die besonders viele Inhalte publizieren. Und das ist nicht ausgeglichen. Und ich glaube, da ist es ja wichtig für alle Parteien, das auch sozusagen mitzudenken in ihren sozialen Medienstrategien und das ernst zu nehmen und sozusagen auch zu überlegen, wem man eventuell das Feld überlässt, wenn man nicht präsent ist. Das ist ein Punkt, den du gerade ansprichst, der ja auch speziell für neue Plattformen zutrifft. Du hast gerade schon mal Twitch erwähnt, aber ja, ich habe das Gefühl, mit dem Hinzukommen jeder neuen, wirklich populären sozialen Medienplattform entwickelt sich auch ein Stück weit unsere Protestkultur, unsere politische Kultur im Internet weiter. Und der größte Gamechanger sozusagen im letzten Jahr oder in den letzten paar Jahren war, würde ich sagen, die Plattform TikTok. Und da stimmt es natürlich total, was du gesagt hast, desto mehr Content man postet, desto sichtbarer ist man alleine aufgrund der Plattformlogik. Wie würdest du sonst sagen, hat TikTok und auch gerade für welche sozialen Bewegungen am ehesten einen Raum geboten oder vielleicht auch Beschränkungen geboten im letzten Jahr als neue soziale Plattform oder für manche neu? Das ist echt schwer zu sagen, ohne sozusagen auch ja, einen quantitativen Blick darauf haben zu können. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es auch auf TikTok wie auch auf vielen anderen Plattformen verschiedene Nischen, verschiedene Welten für verschiedene Communities gibt. Es gibt eine große LGBTQ-Community auf TikTok, es gibt eine große Community, die politischen Content produziert. Also ich glaube, das kann man so nicht unbedingt vielleicht an bestimmten Gemeinschaften ausmachen, sondern ich glaube, es geht eher darum, wer kann dieses Format, wer will dieses Format. Also TikTok funktioniert ja auch ganz viel, und ich bin natürlich keine TikTok-Sprecherin oder Expertin, aber TikTok funktioniert ja ganz viel darüber, dass es Referenz nimmt auf andere Inhalte, dass eben Audiospuren über neue Videos gelegt werden. Das ist natürlich irgendwie auch eine Form von Umgehen mit Inhalten anderer, die vielleicht nicht jedem liegt, die vielleicht nicht jeder kann. Also ich glaube, es geht eher tatsächlich um so ein Know-how und Skills, die ich persönlich eher bei der jüngeren Generation gesehen habe. Aber super schwer zu sagen tatsächlich, welche Gruppen am aktivsten auf TikTok sind. Ja, jetzt hast du vorhin, Feras, von der sehr, sehr jungen Bevölkerung gesprochen. Findet da zum Beispiel eine neue Plattform wie TikTok, ist das was die Landschaft sozusagen beeinflusst? Sind die meisten Menschen eher noch auf Facebook und sozusagen die Plattform, die wir sozusagen in dieser politischen Protest 1.0-Phase auch schon als sehr zentrale Plattform gesehen haben, sind die immer noch die zählen? Oh, jetzt hören wir dich gerade nicht. Ich bin leider kein Social Media Experte und deswegen kann ich diese Frage nicht so beantworten. Ich kann nur sagen, dass unsere Erfahrung hier jetzt im Libanon schon, als wir angefangen haben vor der Revolution in 2015, wo wir angefangen haben mit sunnitischen Akteuren zu arbeiten, Scholars, Imame, die jeden Freitag sozusagen die Freitagpredigt halten. Das war auch ein Konzept der Social Media, war auf jeden Fall dabei, weil vor allem die Imame und die Sheikh versuchten ständig ihre Präsenz auch außerhalb Freitagsgebet zu zeigen, immer für die Gesellschaft da zu sein. Und mit diesem Zugang zu Social Media und dann kam Covid,
haben Imame eigentlich fast, so wie wir das erfahren haben, jegliche Plattform versucht zu nutzen und zu verwenden, um weiterhin Kontakt zu ihren Gemeinden zu haben. Manche haben in TikTok auf jeden Fall Videos hochgeladen und fanden sozusagen bestimmtes, ja, bestimmte Zielgruppe zu erreichen. Andere waren spezifisch nur auf Twitter und könnten sozusagen mehr in Dialog treten, aber auch in Konflikten mit anderen. Deswegen, je nachdem, wer möchte ein Message schicken, was für ein Message und an wen. Das war wichtig. Später kann ich nur sagen, dass, und das ist nochmal zu Influencers und Messages, die man hat. Ich glaube, Social Media hat nicht nur Influencers. Social Media hat auf jeden Fall ein für viele Menschen eine Plattform, dass Tabus zu Normalitäten macht. Das heißt, Themen, die man nicht in der Gesellschaft ansprechen kann. Und ich spreche hier nicht von der Öffentlichkeit, sondern in einer Familie drin. Fünfköpfige Familie. Ein Thema könnte ein Tabu sein. Und dieses Tabu gilt nicht mehr. Es gibt jetzt mittlerweile keine Tabus mehr. Und das ist sozusagen sehr wichtig. Sei es in TikTok, Twitter, Facebook oder was anderes. Ich hatte nur ein Beispiel, wenn ich das erwähnen darf, gab es jetzt in Frankreich vor kurzem eine Entscheidung eines Gerichts, einen Imam aus einer Moschee ganz aus dem Land raus zu schicken, weil er in seiner Freitagspredigt gegen die Werte der Republik gepredigt hat und Koranversen erwähnt hat. So eine Diskussion in der arabischen Welt zu sehen, war vor ein paar Jahren nicht möglich. Da hätte keine Zeitung darüber gesprochen, sondern da wäre ein Angriff auf Frankreich. Aber dieses ausbalancierte Präsentation von für und gegen auf so eine Plattform haben wir vorher nicht sehen können. Oder nicht, wir haben uns gewünscht, so eine Plattform zu haben. Und das hilft uns in unserer Arbeit, wenn wir hier weiterhin versuchen, Dialog als Instrument Menschen miteinander zu bringen. Ja, und da gibt es so viele schöne weltweite Beispiele dafür, wie das auch wenn es nicht zu großen politischen Veränderungen führt, trotzdem natürlich einen riesen Mehrwert in der Gesellschaft bietet. Ich weiß, dass viele Jahre lang war zum Beispiel der populärste Blog in Uganda, ein Blog, der sehr offen über Homosexualität gesprochen hat, in einem Land, wo das komplett verfolgt wird nach wie vor und kriminalisiert wird. Du wolltest auch dazu was sagen, Sir. Ja, nur ganz kurz. Also vielen Dank für dieses Beispiel. Ich finde es total faszinierend, weil ja in Europa und in Deutschland die Debatte gerade eine ganz andere ist, wenn es um Plattformen geht. Da wird ja das Gegenteil im Vordergrund gestellt, zu Recht auch. Die ganzen Probleme, Hass und Hetze, illegale Inhalte im Internet auf jeden Fall. Super relevant, riesiges gesellschaftliches, politisches, regulatorisches, rechtliches Problem. Aber ich finde es wirklich faszinierend und extrem wichtig, eben auch mitzudenken, dass es auch Orte außerhalb von Europa gibt, wo diese Plattformen vielleicht auch eine andere gesellschaftliche Rolle einnehmen, gerade weil Medienpluralismus nicht existiert oder weil die Medien, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Und das eben auch mitzudenken, und da reden wir vielleicht später drüber, bei Regulierungsvorhaben. Also was für Regeln werden in Europa aufgestellt und was für eine Wirkung entwickeln die vielleicht in anderen Ländern? Und deswegen, also vielen Dank für diesen Einblick, weil ich es einfach total spannend finde und das so in meinem deutschen Kontext ganz selten höre. Ja, und das ist auch mal der große Punkt gewesen, schon vor ein paar Jahren, als dieser Aufruf zum Exodus von Facebook, wir sollen alle diese Plattformen lassen, kam, dass das ein Luxus ist, den wir hier haben, weil wir eben auch Alternativen haben, die viele Menschen in anderen Ländern nicht so haben, gerade in Ländern, wo diese Services vielleicht dann auch kostenlos noch zur Verfügung stehen, wegen Zero Rating und andere Plattformen immer nicht. Ich würde jetzt auch gerne genau diesen Schwenk machen, den du eben eingeleitet hast, eben zu der Frage kommen, welche Plattformen, wie wünschen wir uns denn diese Plattformen? Wir reden ja schon sehr lange darüber, dass sie, ja, wir haben eben mit dieser Ambivalenz reden, keine gute Plattform in dem Sinne bieten, weil sie eben nicht unter demokratischen oder Menschenrechtsaspekten gebaut sind und zu funktionieren, sondern unter bestimmten Systemlogiken, die vielleicht nicht immer unseren entsprechen, aber auch keine Alternativen in der Zwischenzeit gebaut haben. Jetzt habe ich aber deine Hand eben mit einem Augenwinkel gesehen, das heißt, es gibt eine Publikumsfrage.
Genau, dann nehmen wir die einmal dazwischen ran. Bitte schön. Ja. Bei Slido ist was reingekommen und zwar eine Frage, fängt an mit provokante Frage. Ist Meinungsfreiheit immer noch das höchste erstrebenswerte Gut, wenn Social-Media-Mechaniken und Algorithmen selbst das Funktionieren von konstruktivem Diskurs unterminiert? Meine These, ohne Diskurs nutzt Meinungsfreiheit wenig. Dankeschön. Ist ja also die Frage sozusagen, was ist das höchste Gut in einer Gesellschaft? Und auch wenn das sozusagen in den USA als Amendment One, ist ja unsere Werteordnung nicht unbedingt dieselbe und ist auch nicht das Recht, was an erster Stelle steht. Daniel, wie würdest du auf diese Frage reagieren? Ja, ist gar nicht so einfach, glaube ich. Der Punkt, den du angesprochen hast, dass nach dieser Section 230 natürlich auf den Plattformen eine ganz andere Kultur, nämlich die amerikanische, in die ganze Welt getragen wurde, die da eigentlich heißen würde Freedom of Speech über alles. Das lässt sich natürlich auch mit so einem deutschen Kontext nicht so gut übereins bringen. Deswegen gibt es auch sowas wie das NetzDG. Das war damals natürlich eine ganz große Rechtfertigungsgrundlage von Heiko Maas, um als Justizminister dieses Gesetz nach vorne zu bringen. Jetzt ist aber die Frage eigentlich fast schon eine politiktheoretische. Was ist eigentlich der konstruktive demokratische Diskurs und hat es den vor Social Media ohne Algorithmen denn eigentlich gegeben? Und auch in der Zeitungsöffentlichkeit kann man genug kritische Punkte finden, die eigentlich einem nahelegen würden, von allem anderen zu reden, als eben einem solchen konstruktiven Diskurs. Ich glaube, das hängt auch immer so ein bisschen daran, dass wenn wir über digitale Öffentlichkeit reden, dass dann immer noch dieses Idealbild des Kaffeehauses dabei ist. Wie Habermas das irgendwann mal in seiner Dissertationsschrift, im Strukturwandel der Öffentlichkeit als historisches Beispiel genannt hat, eben für einen solchen konstruktiven Diskurs. Und ich glaube, den hat es schon sehr, sehr lange so nicht mehr gegeben, auch in der bundesrepublikanischen Medienöffentlichkeit vor dem Internet. Und jetzt kann man darüber nachdenken, ist es denn tatsächlich durch die Algorithmen und die Sortierung etc., die Inhaltsmoderierung, ist es so viel schlimmer geworden oder wird nur etwas sichtbar, was eigentlich schon vorher da war? Und auch nur noch mal, um es kurz einzuwerfen, dieser Diskurs war bestimmt nie ein sehr jugendlicher und auch nie ein sehr egalitärer, wenn man sich noch mal die Demografie vor Augen führt, die Ferraz am Anfang gewählt hat, die wäre auch nicht im Kaffeehaus gesessen. Also ja, genau. Ja, du hast es schon mal angesprochen, wir sind oft dabei, sozusagen Versuch, hier einen rechtlichen Rahmen zu bieten, der diese Plattform in eben eine vielleicht demokratische Werteordnung reinzwängt oder den Versuch, eben unsere Werteordnung dann durch regulative Maßnahmen auf diese Plattform aufzustülpen. Und wie du schon angedeutet hast, kann das manchmal so sein, dass das eben eine Signalwirkung hat, in anderen Ländern auch entsprechende Policies zu entwickeln. Das kann teilweise positiv sein, wenn wir uns das DSGVO vor Augen führen und dass viele, zum Beispiel auch afrikanische Länder, seitdem angefangen haben, andere Datenschutzrichtlinien zu entwickeln. Aber das kann auch negative Auswirkungen haben, wenn man ja, sich zum Beispiel anguckt, was Ankara aus dem NetzDG gemacht hat. Wie ist da deine Einschätzung dazu, wie bewusst das sozusagen auf der europäischen Ebene ist, diese Signalwirkung, die man hat und wie geht man mit so einer globalen Verantwortung gegebenenfalls um? Eine sehr, ganz kleine Frage. Sehr gute Frage. Ich möchte auch einmal ganz kurz auf den Punkt davor eingehen, ja, gern. Weil es natürlich nicht so ist, dass, also zum Beispiel bei YouTube und Google beschäftigen wir uns jeden Tag mit exakt der Balance, was ist eigentlich das Ende der Meinungsfreiheit? Mhm. Also wie bewahren wir so viel öffentlich, also ja, Öffentlichkeit und Offenheit unserer Plattform wie möglich und schützen gleichzeitig unsere Nutzerinnen und Nutzer vor illegalen oder potenziell schädlichen Inhalten. Also dieser Balance hat extrem schwierig und natürlich werden dabei lokale Gesetze implementiert, also das deutsche Strafgesetzbuch, deutsche Gesetze finden auf YouTube und Google Anwendung, selbstverständlich. Darüber hinaus gibt es eben auch noch dann Richtlinien, die umgesetzt werden, um sozusagen. Und das ist eben auch spannend, weil es eben gerade um diese Frage auch geht, was ist eigentlich, also welche Werte werden dort implementiert? Und diese Richtlinien entwickeln wir auch mal weiter, updaten sie auch, auch in Kooperation mit Partnern weltweit, um eben sozusagen auch auf gesellschaftliche Entwicklungen und Erwartungen einzugehen, die vielleicht noch nicht gesetzlich niedergeschlagen worden sind. Mhm. Das heißt zum Beispiel, Missinformationen sind in allermeisten Fällen nicht rechtswidrig, aber gesellschaftlich ein Problem. Damit sowas eben auch entfernt werden kann, gibt es die Richtlinien, die natürlich auch lokal verhaftet sind. Das nur ganz kurz dazu.
Ja, super gute Frage. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es auf europäischer Ebene durchaus ein Bewusstsein gibt für die Signalwirkung von europäischer Regulierung im Online-Bereich. Gerade auch in den USA, denke ich, findet da gerade ein Wechsel statt, ein Paradigmenwechsel. Ich denke, auch dort sind europäische Regulierungsvorhaben wie der Digital Markets Act oder Digital Services Act auf jeden Fall Vorbilder. Aber ich glaube trotzdem, dass manchmal eine gewisse Sensibilität fehlt und das auch schon bereits in Deutschland. Also man muss gar nicht unbedingt aus der EU hinausgehen, aber vielleicht nur etwas nach Osten schauen, nach Ungarn und Polen, ja. Um zu sehen, dass vielleicht Konstrukte oder Ideen oder Konzepte, die in einem deutschen Kontext Sinn machen, in anderen Staaten, wo vielleicht die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit unter Beschuss sind, nicht so viel Sinn machen. Und ich denke, dafür, dass, ich glaube, es ist bewusst, ich möchte niemanden schlechte Absichten unterstellen, aber ich glaube, da ist es wichtig, sich stärker auf einen gemeinsamen Nenner zu fokussieren, was ist eigentlich gute Regulierung und welche nationalen Sonderwünsche kann man eventuell auch anders umsetzen oder hinten anstellen. Ja, ich würde jetzt sozusagen, um den auch nochmal Rückschluss zu dem, was du vorher gesagt hast, sehr gerne fragen, und das ist natürlich auch vollkommen verständlich, wenn du da vielleicht nicht so ausholen kannst, zu inwiefern man sich mit der Rolle dieser öffentlichen Rolle, die diese Plattformen einnehmen, so auseinandersetzt, dass man, es gibt ja ganz viele Debatten im Moment statt im Sinne von, wie kann man für mehr Gemeinwohl, Daten, ich weiß, wir haben nicht Zeit, in das alles reinzugehen, aber sozusagen diese öffentliche Betriebssysteme, die Plattformen wie Google und YouTube für die Gesellschaft darstellen. Und die, natürlich ist man sich der immensen Verantwortung sicherlich bewusst, aber wie man das Wechselspiel dieser Staatlichkeit, Pseudostaatlichkeit, dieser Rolle, die man einnimmt in Zukunft mit tatsächlichen staatlichen Organisationen und Elementen vereinbaren möchte, wenn du weißt, was ich meine, findet dazu ein Diskurs statt innerhalb von Google und YouTube? Ja, auf jeden Fall. Wir sind uns der Verantwortung sehr bewusst, wir nehmen sie sehr ernst. Und es ist vollkommen klar, dass mit Reichweite Verantwortung kommt. Ich weiß nicht genau, also kann man auf viele verschiedene Aspekte eingehen. Ich glaube, ein Aspekt, der natürlich da in den Sinn kommt, ist der Umgang mit illegalen Inhalten im Internet, wo Plattformen quasi in eine Rolle gezwängt werden, wo sie hoheitliche Aufgaben übernehmen müssen durch Regulierung mit der ZCG. Es ist extrem schwierig, diese Balance zu treffen, eben das Gesetz umzusetzen, die engen Fristen einzuhalten, aber trotzdem nicht die Meinungsfreiheit zu gefährden und trotzdem genau zu prüfen, was liegt genau vor, ist dieser Inhalt rechtswidrig oder nicht. Das ist oft nicht eindeutig. Also gerade im Bereich von Äußerungsdelikten, also Beleidigungen, ist es oft sehr schwierig für uns festzustellen, ob ein Inhalt rechtswidrig ist oder nicht, weil der Kontext oft fehlt. Also es ist ja ganz oft so, dass eben der Kontext essentiell ist und deswegen, ja, wir tun unser Bestes, aber es ist sehr schwierig und es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Balanceakt, der uns jeden Tag beschäftigt. Vielleicht hake ich den nochmal nach, aber vielen Dank erstmal dafür. Ich würde nochmal Faraz gerne auch sozusagen die Frage weitergeben, der Signalwirkung von Policies, die aus der EU kommen, beziehungsweise wie kann man vielleicht auch aus der Perspektive, aus deiner Perspektive und aus der Perspektive aus dem Libanon Policy-Diskurse so gestalten, dass es wirklich einen konstruktiven Austausch gibt und dadurch auch vielleicht eine positive Signalwirkung gibt, wenn man im Bereich Plattformregulierung weiter vorgehen möchte. Ich weiß nicht, was du mit Austausch meinst. Zwischen wem ganz genau? Also hier innergesellschaftlich oder Nahost, Europa? Nord, ja, Süd, zum Beispiel Nordosteuropa oder auch bilateral, staatlich, genau. Es ist eigentlich wirklich nochmal eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Trotzdem, unsere Erfahrung hat uns hier gezeigt, dass wir durch unsere Arbeit so sehr auch nach Westen schauen und gucken und versuchen mitzuverfolgen, welche Diskussionen gibt es zu Themen wie Meinungsfreiheiten zum Beispiel. Genau wie vor 10 Jahren über Pressefreiheit die Diskussion stattgefunden hat. Es ist nicht anders. Vor allem in einem Land wie Libanon, das sehr, sehr offen ist,
14 Millionen Libanesen leben außerhalb Libanon. Also der Austausch findet schon statt, aber auf einer rechtlichen Ebene, wie man das sich vorstellt, das heißt auf legislative Ebene. Ich glaube nicht, dass das sowas gerade stattfindet. Das wird noch dauern. Elemente der Meinungsfreiheit oder Meinungsäußerungen, die Diskussion, wie wir in den Staaten sehen oder gerade in Europa sehen, findet in Libanon nicht auf diese Art und Weise statt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil das ist nicht bindend für Berghof. Ich finde die Diskussion zur Meinungsfreiheit sehr wichtig. Und vor allem für unsere Region, für die Zukunft unserer Region auch Ausschlag geben. Aber für viele ist das noch eine Luxusdiskussion. Die Diskussion, die gerade hier stattfindet, ist, inwiefern kann diese Social Media wirklich diese Blase von Frustration einfach in die Praxis versetzen. Das heißt, wie kann Social Media wirklich wie ein Triebkraft funktionieren, um Menschen zu bewegen, dass sie nach ihren Rechten verlangen, dass sie richtig wählen gehen, dass die ihre Stimme lauter wird und so weiter. Ich erzähle ein bisschen jetzt vielleicht über das, was sie ganz genau machen. Vielleicht ist das Bild ein bisschen klarer. Was wir versucht haben schon seit 2017 ist, wir haben eine Initiative gestartet und zwar mit ungefähr 16 Influencers. Ganz am Anfang ging es um ein Sicherheitsnetz aufzubauen gegen sunnischiahe Polarisierung. Das heißt, spezifisch ein Problem anzusprechen, einen Konflikt anzusprechen. Und dann wurde diese Initiative größer und wir unterstützen eine inklusiven Gruppe von Influencers, sehr aktive Influencers aus dem Social Media, nicht nur Sunnis und Shias, die kommen jetzt aus verschiedenen Sekten, Hintergründen, aber auch Gemeinschaften, das heißt, Christen sind auch dabei, Drusen sind auch dabei. Und was sie gemacht haben, wir haben sie einfach aus dem, hinter dem Bildschirm geholt, dass sie sich persönlich kennengelernt haben. Dieses Zusammenkommen war sehr ausschlaggebend und sehr wichtig. Sie arbeiten jetzt gemeinsam zu Themen wie die Eskalationsbemühungen zu stärken, um die sozialen Spannungen anzusprechen. Und die finden jeden Tag in Libanon statt. Wie ich am Anfang erklärt habe, gibt es so viele Konflikte, die nicht nur in der Vergangenheit sind, die dauern noch an. Diese Gruppe versucht auch für inklusive Konzepte der Citizenship als Alternative zu Sektensystem. Citizenship kann viele Antworten sozusagen geben, kann Menschen auch aus ihrer Angst vor den anderen Gruppen und Gemeinschaften helfen, aber auch für fortschrittliche Alternativen von nationalen Prioritäten mit Andersdenkenden in Dialog zu treten. Das war auch wichtig, weil solche Dialoge fanden in Libanon gar nicht statt, sondern nur auf einer politischen, elitistischen Ebene. Was wir versucht haben zu machen, ist, aus dem Social Media heraus die Diskussion rauszunehmen und versuchen, das in einem nicht mehr virtuellen Plattform, sondern diese Leute wirklich zusammenzubringen. Gleichzeitig ihre Tools, die sie wirklich am besten nutzen können, das ist in diesem Fall Social Media, dass sie Kampagnen gestartet haben gegen Cyberbullying, zum Beispiel Fake News zu bekämpfen, aber auch gleichzeitig Initiativen, die dazu geführt haben, dass sie in Kontakt mit ihren Fans hatten. Das heißt, in Kontakt mit Jugendlichen zu treten durch Youth-Initiativen, die in Universitäten stattgefunden haben, aber auch manchmal in den verschiedenen Städten. Natürlich war das keine leichte Aufgabe, aber in solchen
Räumen, wo wir diese Influencers oder Aktivisten zusammenbringen, findet manchmal Diskussionen zur Meinungsfreiheit statt, was eigentlich wichtig ist. Und wir hoffen, dass es einfach von diesen kleinen Treffen und Roundtables Richtung Social Media gibt, dass die Diskussion einfach über Meinungsfreiheiten im Social Media stattfindet. Dankeschön, das ist ein super schönes Beispiel, auch gerade dieses Wechselspiel zwischen dem Momentum, was man online aufbauen kann, aber wie man das dann wieder nutzt, um analog Türen zu öffnen oder eben persönlich andere Akteurskonstellationen zusammenzubringen, finde ich, es ist sehr spannend, wie das bei euch funktioniert hat. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, das ging jetzt sehr, ich hoffe, ihr stimmt zu schnell vorbei, und ich würde natürlich gerne noch ein paar Fragen rannehmen, die nicht ich gestellt habe, deswegen gucke ich einmal an die Runde, da hinten ist eine Hand hochgehoben und würde dich einladen. Ja. Ja, komm doch gerne etwas näher und dann bringt dir jemand, die nette Kollegin, ein Mikrofon. Mein Name ist Soha Agamehdi. Ich hatte eine Frage wegen die Rechtspopulisten. Warum haben sie einen großen Einfluss in sozialen Medien? Wo kommt das her? Also wie können sie das aufbauen? Einmal das, und einmal wollte ich auch nur einen schönen Satz heute sagen, weil ich komme aus Iran und gerade gibt es Proteste in Iran wegen Wasserversorgung. Und die Regierung versucht wie jedes Mal durch Shutdown und Filtering und überhaupt der Access zu Internet zu vermeiden, diese Proteste einfach klein zu halten. Und ich habe heute in Twitter einen schönen Satz gelesen, dass die Berliner Mauer auch ohne Internet einfach gefallen ist. Und ich wollte einfach sagen, dass ich finde das auch so super spannend aus der Perspektive, in der europäischen Perspektive das zu sehen mit der Meinungsfreiheit. Und dann natürlich auch in der Länder, wo es keine öffentliche Raum gibt, wo die Menschen wirklich protestieren gehen können oder ihre Meinung frei äußern können oder überhaupt, Civil Society gibt es so in dem Sinne nicht in Regimen. Und das ist natürlich so, der Zugang ist es zu sozialen Medien ultra wichtig, um eine demokratischer Diskurs überhaupt aufzubauen. Und ich würde gerne wissen, was ist dann die Verantwortung von den Plattformen, um diese Menschen sichtbar werden und ihre Proteste sichtbar werden. Die sind beide zwei Fragen, die ich heute Abend. Dankeschön. Möchtest du zuerst? Ja, also warum sind rechtspopulistische Bewegungen im Internet erfolgreich? Da gibt es, glaube ich, mehrere Aspekte. Einer der wichtigsten erscheint mir immer, dass die Logik nach der, oder man nennt es oft die Plattformlogik, die aber eigentlich darin begründet ist, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Also es ist ein daten- und werbebasiertes Geschäftsmodell, wir kennen das alle, Aufmerksamkeitsökonomie. Es geht darum, die NutzerInnen möglichst lange auf der Plattform zu halten, um Daten zu sammeln, dadurch besser Werbung zu schalten etc. pp. So, nun ist es natürlich dann interessant, dass natürlich die NutzerInnen dann wieder Inhalte vorgeschlagen bekommen oder auch in das altbekannte Rabbit Hole kommen, weil einfach so ihr Nutzerverhalten analysiert wird und es wird vorgeschlagen, more of the same. Begünstigt wird damit halt eine Polarisierung, also begünstigt werden die Inhalte, die eine besonders polarisierende Headline haben, die vielleicht auch verkürzt argumentieren, die die Sachen sehr stark skandalisieren, und da hat die rechte Seite gegenüber der Linken schon seit Jahrzehnten immer einen Vorteil, denn Tabus sind ihnen egal. Und es geht auch darum, um Tabus zu brechen, und das funktioniert in sozialen Medien unheimlich gut. Es gelingt dann eben in dem Zusammenspiel auch zwischen den Plattformen über die Verabredung auf Discord oder Telegram-Channeln dann sehr gut eben auch Deutungshoheiten unter bestimmten Hashtags herzustellen. Also beispielsweise wurde zur letzten Bundestagswahl tageweise dieser Hashtag bei Twitter, der natürlich auch dauerhaft getrendet ist, einfach gekapert, indem sich die Leute verabredet haben und gesagt haben, hier, wir pushen jetzt hier vor allen Dingen die AfD oder wir pushen jetzt hier flüchtlingsfeindliche Inhalte. Und da auf der Seite sind es, also der einerseits wird es begünstigt durch das Geschäftsmodell, auf der anderen Seite gibt es einen Grad an Organisiertheit, der zwar schwarmähnlich ist, aber durch diese Kombination von Dark Social und den verschiedenen Öffentlichkeiten, die es gibt, sehr gut funktioniert. Und was dann natürlich
also sehr, sehr bekanntes Beispiel natürlich der Sturm aufs Kapitol in den USA, wo man gesehen hat, was dann in diesem Zusammenspiel eigentlich schon ein Meme, also das ist das Storm the Capitol war nicht mehr als ein Meme, was dann aber von den Leuten ernst genommen wurde, weil es halt immer weiter kultiviert wurde. Sobald der Präsident dann einmal sowas dann auch öffentlich in den Mund nimmt, kann es halt sehr, sehr reale Konsequenzen haben. Und da merkt man, wie eben da so Verstärkungseffekte eintreten. Und ja, ich denke, das ist ein großer Aspekt für diesen Erfolg. Dann ja, die Frage nach der Verantwortung von Plattformen für die Sichtbarkeit. Da könnte man ja eigentlich im ersten Moment daran denken, dann gibt es ja sehr viel Personalisierung, sortierende Algorithmen etc. Ich habe gerade schon irgendwie darauf abgehoben. Jetzt, was macht eine Plattform? Wie könnte man es herstellen, dass es ausbalancierter wäre? Also eigentlich müssten doch alle prinzipiell einen Anspruch auf Sichtbarkeit haben. Tatsächlich ist es aber so, dass die geringe Aufmerksamkeit, die bei uns ohnehin schon vorhanden ist, jetzt von viel mehr Akteuren bespielt wird. Also wenn da die Plattform eingreift, jenseits der technischen Mechanismen, die sie jetzt schon haben und die jetzt schon eingesetzt werden, also durch algorithmische Sortierung, da stelle ich mir das doch sehr, sehr schwierig vor. Also zwischen wie vielen Akteuren balanciert man, was sind die Anteile, wie bringt man das im Algorithmus unter? Also es wäre ein spannender Prozess, das mal zu diskutieren, aber es ist auch durchaus ein gefährlicher, wie wir jetzt schon sehen, dass algorithmische Sortierung auch gefährlich sein kann. Absolut. Das würde ich natürlich auch sehr gerne an dich weitergeben. Zur ersten Frage, du hast ja eigentlich wirklich schon sehr viel gesagt, nur der Einschub, dass sozusagen das Rabbit Hole etwas überholt ist inzwischen tatsächlich. Es gibt einige Studien zuletzt getestet, auch vom CEMAS, dass das so nicht mehr der Fall ist. Da gab es besonders auf YouTube viele Veränderungen in den letzten Jahren. Also es, ja, diese Annahme, dass quasi man auf YouTube automatisch zu extremen Inhalten gelangt, ist so nicht mehr richtig. Man kann das leicht testen. Gerade bei Covid-Missinformationen sind dann die ersten 30 bis 50 Ergebnisse meistens von öffentlich-rechtlichen Sendern, die eben Kontext bieten. Aber kann ich ganz kurz nochmal nachhaken? Dazu ist es nicht so, dass, also wenn ich es richtig verstanden habe, dass sozusagen die Klickstrecke von ich bewege mich in ein Thema rein zu dem extremen Inhalt, die ist länger geworden, weil eben auch algorithmische Anpassungen gemacht wurden und dafür gesorgt wurde, dass diese Spirale nicht so ganz schnell sich ins Dunkle dreht, sagen wir mal. Aber dieses More of the Same, was Daniel gerade gesagt hat, dass sozusagen die Empfehlungslogik so funktioniert, dass ich doch sozusagen tendenziell eben in meiner Meinung immer weiter verstärkt wurde, das bleibt ja nach wie vor, nach meinem Verständnis. Es kommt, ja, also ich möchte sagen, es kommt drauf an. Also was wir grenzwertige Inhalte nennen, also Inhalte, die nicht illegal sind oder nicht gegen eine Richtlinie verstoßen, wo aber es nicht viel fehlt zum Richtlinienverstoß, die werden in ihrer Sichtbarkeit insofern oder in ihrer Reichweite eingeschränkt, dass sie nicht vorgeschlagen werden. Mhm. Das heißt, es kommt sehr darauf an und das ist eben genau diese spannende Balance zwischen Offenheit und Verantwortung. Viele Inhalte sind gesellschaftlich nicht erwünscht, aber von der Meinungsfreiheit gedeckt. Mhm. Und natürlich müssen auch die auf Plattformen stattfinden dürfen. Wir gehen eben den Weg der reduzierten Sichtbarkeit durch reduzierte Empfehlungen. Klar, das ist natürlich letztendlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe, gewisse Inhalte in Kontext zu setzen, Gegenrede zu leisten. Ich glaube, es ist sehr problematisch oder gefährlich, das nur auf Plattformen, auf private Unternehmen abzustellen. Ich denke, es ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da ist natürlich immer Raum sozusagen noch nach oben. Ja. Genau, ich wollte noch kurz auf die zweite Frage darauf eingehen, bitte. Weil es wirklich eine sehr spannende Frage war. Was ist eigentlich die Verantwortung von Plattformen gegenüber AktivistInnen? Ich denke, zwei ganz wichtige Aspekte sind Transparenz und Differenziertheit. Also gerade Transparenz, denke ich, ist wichtig. Also Google veröffentlicht, ich glaube, über 16 Transparenzberichte jedes Jahr. Einer davon ist zum Beispiel, wann gibt es also Internetausfälle oder Internetsperrungen und aus welchem Grund? Man kann es quasi abrufen, auf Länder runtergebrochen. Das sind alles drin zwischen ein Seekabel wurde verletzt, deshalb ist das Internet ausgefallen und deswegen sind Google-Dienste ausgefallen, bis hin zu hier gab es eine Sperrung aus sozusagen Regierungsseite. Ich denke, das ist wichtig, um damit auch AktivistInnen zu helfen, ja, transparent zu sein und nachvollziehen zu können, wie der Strom von Informationen, der Fluss von Informationen beeinflusst wird oder nicht. Und natürlich denke ich, ist auch wichtig, Transparenz darüber zu schaffen, wie Inhalte gemanagt werden und dann auch Möglichkeiten anzubieten, dagegen Beschwerde einzulegen. Also
auch auf Google und auf YouTube-Produkten können natürlich NutzerInnen Beschwerde einlegen, wenn sie der Meinung sind, dass ein Inhalt fälschlicherweise entfernt worden ist. Das passiert, ich glaube, im Quartal so um die, oder im Halbjahr so um die 200.000 Mal. Davon wurden zuletzt, glaube ich, so um die 60.000 Mal dann auch wieder ein Inhalt wieder hoch, also hergestellt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, da sozusagen gerade diesen Gemeinschaften auch solche Tools anzubieten. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Tools, wie zum Beispiel das Face-Blurring-Tool auf YouTube, das, glaube ich, auch gerade für AktivistInnen super hilfreich ist. Eine super spannende Frage, auch weiterzudenken. In dem hypothetischen Fall hätten wir sowas wie öffentlich-rechtliche Plattformen oder Plattformen, die unter einer nicht kommerziellen Logik funktionieren würden, sähe diese Verantwortung dann anders aus, oder nicht? Aber wir wollen noch ein oder zwei weitere Fragen aus dem Publikum rannehmen, falls noch eine Hand hochgeht. Oder ansonsten wachsen wir einmal ab. Und falls gibt es welche aus dem... Dann machen wir noch eine, ja, machen wir eine offline noch und eine, die aus dem Digital-Zuschauen im Publikum kommt. Ja, vielen Dank für das interessante Plenum. Kurze Frage zum Thema, wir hatten viel gesprochen, oder Sie hatten viel gesprochen, über freie Meinungsäußerung und illegale Inhalte. Diese Grenze kann man natürlich auch verschieben. Taiwan ist ja zum Beispiel in der Pandemie den Weg gegangen, dass sie gesagt haben, Fake News über die Pandemie schätzen wir so als so gravierend ein, dass wir das verbieten, dass wir das unter Strafe stellen. Ist das etwas, womit wir in Deutschland auch hantieren könnten oder sollten wir das lieber sein lassen? Dankeschön für die Frage. Ich würde Sie gleich noch mit einer verbinden. Ich glaube, ich noch nicht dazu gekommen, Sie zu stellen. Was hat sich generell auch im Laufe des letzten Jahres verändert an Aktivismusformen, an Protestformen und dem Umgang der Plattformen damit? Vielleicht können wir sie beide kombinieren. Wer möchte zuerst das wäre? Ich fange gerne an. Ich glaube, das ist ein problematischer Vorschlag, beziehungsweise es kann problematisch enden. Ein Beispiel in den USA hieß es noch am Anfang der Pandemie von der dortigen Gesundheitsbehörde, dass Masken und auch von der WHO tatsächlich damals, dass Masken keine gute Idee sind, tendenziell sogar negative Auswirkungen haben können und dass sie nicht getragen werden sollen. Aus unserer heutigen Perspektive wirkt das vollkommen absurd. Wenn aber das damals sozusagen als illegale, ein Facebook-Kommentar, der dann irgendwie sagt, so warte mal, vielleicht sind Masken doch keine schlechte Idee, wenn das ein illegaler Inhalt gewesen wäre, kann man sich ausmalen, was es für katastrophale Auswirkungen auf Diskurse und auf die Gesellschaft hätte haben können. Deswegen glaube ich, ist es vielleicht richtig, dass man vorsichtig ist, damit gesellschaftlich was illegal ist und was nicht. Mhm. Magst du noch kurz auf die zweit eingeschobene Frage? Ja, klar, ich versuche es kurz zu machen. Die Rede von digitalem Protest ist immer so ein bisschen einseitig. Also digitaler Protest oder Protestkommunikation funktioniert dann gut, wenn sie mit analogen, also dem Protest auf der Straße, kombiniert wird. Also so kommt man auch als Protestbewegung immer noch am besten an die Politik, an Unternehmen, in die politische Öffentlichkeit. Nun war das letztes Jahr untersagt und wir haben ambitionierte Versuche gesehen, beispielsweise von Fridays for Future oder Seebrücke, eine Online-Demonstration zu machen, sozusagen die Bühne bei einer Großdemonstration bei YouTube als Livestream moderiert mit Musik und Redebeiträgen, aber auch ganz spannend. Und da wurde was probiert, was dann auch so unter dem Stichwort Diskurspiraterie immer wieder so ein bisschen verhandelt oder früher als E-Mail-Bombing. Es wurde dann zwischendrin dazu aufgerufen, hey, wenn ihr jetzt für diese Sache seid, dann postet doch mal bitte unter diesem Hashtag in der Kommentarspalte oder auf dem Profil von XY. Und das ist natürlich etwas, was ein ganz klassischer digitaler Aktivismus eigentlich ist, der eben dann in diesem Für und Wider auf den Plattformen dann tatsächlich auch stattfindet. Und ich glaube, davon werden wir auch zur Bundestagswahl und in Zukunft noch viel mehr sehen. Ja. Dankeschön. Eine sehr spannende Einschätzung. Gibt es noch eine sehr schnell zu beantwortende Frage aus dem Publikum? Ja, ich stelle mal die zwei Likes hat von Anonym. Und zwar, sollten manche politischen Akteure, etwa die Bundesregierung, überhaupt eigene Social-Media-Kanäle betreiben dürfen? Ist es nicht problematisch, dass die Medien als vierte Gewalt so systematisch umgangen werden? Dankeschön. Sehr spannend, wie sich diese Dynamik, wie vorhin schon angesprochen, auch wendet. Wer möchte zuerst seine Meinung dazu geben? Feras, vielleicht auch nochmal aus der Sicht aus dem Libanon. Ich bin froh, dass ich gerade nicht in Deutschland bin. Die Diskussion findet hier auf einer ganz anderen Ebene statt.
Ich adoptiere das, was Daniel auch gesagt hat, ganz am Anfang, Anspruch auf Sichtbarkeit. Jeder hat Anspruch auf Sichtbarkeit in den sozialen Medien. Natürlich gibt es Rechtspopulisten und die gibt es auch in Libanon jeder Art. Aber ich bin selber hin und her gerissen zwischen, sollten Staaten wirklich mehr Social Media regulieren? Das ist etwas aus meiner Erfahrung hier im Libanon, würde ich auf jeden Fall mit Nein beantworten. Denn das, was wir bis gesehen haben, war nicht Regulierung, sondern eher Kontrolle. Und ein Tool, um Aktivisten zu intimidieren, im Sinne von wirklich sie unter Druck bringen, um sie auch zum Schweigen zu bringen. Und das ist hier Regulierung von Meinungsfreiheiten. Was wir hier brauchen, ist noch bestimmt jahrelang, bis dieses Konzept von Aktivismus und Social Media Plattformen wirklich deren Weg in unsere Legislative findet. Bis dahin muss der Markt sich selbst regulieren. Und das ist eine Sache, die wir auch hier versuchen zu machen. Mit unserem Netzwerk zum Beispiel versuchen wir immer, Spannungen anzusprechen, einzudämmen. Vor allem, wenn die so sektarische Art sind, Beleidigungen, die dazu führen, dass da Gemeinschaften gegeneinander stoßen würden. Ich gebe nur ein Beispiel. Wir hatten Aufrufe zu Protest. Und hatten wir dann dadurch ein Hashtag gestartet, nämlich das hieß Sectarianism Cheats Corruption. Damit sozusagen die Menschen einfach nicht mit Nebenkriegen beschäftigt werden, sondern einfach das Ziel ist, Korruption zu bekämpfen. Und das kann nicht durch Beleidigung kommen. Und das ist eine Selbstregulierung von Social Media. Dankeschön. Entschuldige, dass ich das schon unterbrechen wollte. Ich weiß nur, dass wir jetzt am Ende der Zeit angekommen sind und vielleicht nochmal, um die Frage auch nochmal ergänzend zu beantworten, dass es ja auch immer darauf ankommt, wie man es macht. Also es vielleicht auch einen qualitativen Unterschied gibt zwischen Ruanda, hat zum Beispiel jedes Ministerium einen Twitter-Kanal und da werden Bürgersprechstunden gemacht und Fragen beantwortet. Oder ob man es eben dazu nutzt, um dauerhaft seine persönliche Meinung auszusenden. Auf jeden Fall danke ich allen ganz herzlich für die Fragen, die gesendet wurden oder gestellt wurden. Und ich möchte mich natürlich ganz besonders bei euch dreien bedanken für die sehr, sehr spannenden Einblicke und Statements in eure Arbeit, in die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und Mitdiskutieren. Und ja, als letztes möchte ich noch darauf hinweisen, dass es natürlich auch einen nächsten digitalen Salon gibt und den auch wieder im letzten Mittwoch im Monat, dann natürlich im kommenden Monat. Und zwar geht es beim nächsten digitalen Salon um das Thema digitale Selbstbestimmung unter dem Titel Cookies Make You Lose Control. Und ja, ich wünsche einen schönen Abend noch und sage bis dann. Vielen Dank. Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart.